Heute Vormittag, 11.10 Uhr. Musicalstar Uwe Kröger an einem Ort, an dem man ihn eher weniger vermutet. Dem Justizzentrum Wien-Mitte. Gerichtstermin in der Sache Lichter gegen Kröger. Ja, ich bin das allererste Mal vor Gericht. Und wir schauen mal kurz zurück, wie alles dazu kam. Marika Lichter und Uwe Kröger waren einmal ein Herz und eine Seele. Eine große Freundschaft. 15 Jahre lang war Marika Uwes Managerin. Dann der Split. Uwe teilt Marika im Mai 2009 mit, dass er zum Manager Herbert Fechter wechselt. Und Marika fällt aus allen Wolken. Das hat mich sehr getroffen und ich ziehe meine Schlüsse schon daraus, dass man es nicht wert findet, nach 20 Jahren ein Gespräch zu führen. Das ist sehr traurig. Sie gab sich tief verletzt. Ich habe immer gesagt, er ist mein Lebensmensch und das war er eigentlich immer. Und vor allem, was mich besonders trifft, er war die Vaterfigur meines Kindes, wie er klein war. Und weil sie mit Uwe angeblich nicht mehr reden kann, reicht Marika eine Klage gegen den Musicalstar ein. Sie fordert entgangene Vermittlungsprovisionen. Uwe Kröger beendet im Mai 2009 das Arbeitsverhältnis. Eine Vertragsauflösung ist aber erst im September 2009 möglich. Und heute sollen sich die Zerstrittenen also zum ersten Mal so richtig wiedersehen. Auge in Auge, vor Gericht. Doch zunächst kommt nur Uwe Kröger mit seinem Anwalt. Na, das ist traurig genug, aber leider kann ich da weiter nichts zu sagen. Wissen Sie überhaupt, warum Sie verklagt werden? Das werde ich dann heute erfahren, glaube ich. Er zeigt sich heute sehr milde gestimmt und schließt eine Versöhnung mit Marika nicht aus. Die gibt's immer. Da bin ich immer offen, natürlich. Den ersten Schritt machen möchte Kröger aber nicht. Naja, ich werde ja jetzt verklagt, also müsste sie jetzt quasi zu mir kommen und sagen, Schwamm drüber, lass uns drüber reden. Schauen wir mal. Doch dann die Enttäuschung. Die Klägerin selbst, Marika Lichter, kommt nicht und schickt nur ihre Anwälte vor. Ist ihr die ganze Sache etwa plötzlich unangenehm? Wir erreichen Marika Lichter heute am Telefon. Ja, ich war nicht vorgeladen und wenn man nicht vorgeladen ist, ist es ziemlich lächerlich, dort auch hinzugehen. Ich weiß nicht einmal, wie viel Uhr das war. Wir finden das irgendwie etwas seltsam. Schließlich wollte ja Klägerin Marika die Verhandlung vor Gericht. Und wie schaut's eigentlich bei ihr aus mit Versöhnung? Er grüßt mich nicht. Das liegt ja nicht an mir. Ich habe nichts getan. Außer Gutes. Er grüßt mich nicht und was soll ich dazu sagen? Nachlaufen werde ich ihm sicher nicht. Unser Tipp, Marika, du hättest heute einfach nur vor Gericht vorbeischauen müssen. Dann hättest du Uwe höchstpersönlich mal treffen können. Und zwar ohne davonlaufen an einem gemeinsamen Tisch. Und dann ist die erste Verhandlung zu Ende ohne Marika. Kein Kommentar. Spannend. Und wir werden schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, das auch anders zu lösen. Und wieso sind Sie enttäuscht, dass Marika Lichter nicht gekommen ist? Wieso ist die nicht da? Steht eben frei zu kommen oder nicht zu kommen. Mein Mandant hat seine Bereitschaft und sein Interesse an dem Verfahren gezeigt. Und wenn jemand nicht kommt, ist das halt dementsprechend zu würdigen, würde ich sagen, oder? Wir finden, wer klagt, der sollte auch so mutig sein und vor Gericht erscheinen. Vielleicht wäre dann ja wieder alles gut. Und Marika und Uwe hätten sich wieder lieb. Zumindest ein ganz klein bisschen.